So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe hier wieder einige Kartons bekommen und in diesem Karton, da müssten ein paar Sachen drin sein, die ich auch hier gerne auf dem Rupi Bolz Kanal auspacken möchte. Und das hoffentlich zeitnah. Und wie ihr ja von den letzten Hauls wisst, bin ich ja nicht mal da dazu gekommen, die Sachen auszupacken, ne? Aber ich muss echt, ja, ich werde es in nächster Zeit ganz schön rauchen lassen. So gut es mir halt reicht. In diesem Karton müssten wir Sachen drin haben von Bulliland, von Papo und von Safari. Und dann auch noch was Zombie-mäßiges. Genau, müsste da eigentlich auch drin sein. Also Leute, lasst uns reingucken. So, ist noch zu, muss ich aufpacken. Hey, Kathi, servus. Hi, servus. Du weißt Bescheid, ne? Na klar. Aber Kathi, schneid dich nicht. Kathi. Na dann. Dankeschön und tschüss. Lass dich kraulen. Kaul. Ja, tschüss, Kathi. Gott, ist die schnell. Und macht es ja nicht mit euren Messerchen zu Hause, ne? Ich meine, Kathi und ich, ne? Wir kennen uns jetzt schon. Wartet mal. Kathi und ich, wir kennen uns, boah, bestimmt schon weit über 20 Jahre, ne? Hammer. Gut, also, dann lasst uns hier mal reinschauen. Oh, schön ordentlich reingelegt. Alles klar. Gut, was haben wir hier drin? Ich weiß manchmal schon gar nicht mehr, was ich geordert habe, ne? Okay, ich greife blind rein. Was haben wir hier als erstes? Hier haben wir, das ist der Phönix von Papo. Was? Importeur? Paposas? Das ist ja cool. Also hier der Phönix von Papo, den gibt es in zwei Ausführungen. Und zwar einmal hier in Orange und dann auch noch in Weiß. Habe ich den Weißen aufgestellt? Boah, keine Ahnung. Ja, mal gucken, was ich noch hier alles aus dem Karton raushol. Also den schauen wir uns an. Wisst ihr was? Wartet mal. Kann ich den schon irgendwie hier rausholen? Nö, geht nicht. Aber wie schon gesagt, ich will versuchen, das Ding hier zeitnah auszupacken. Also, schöner, großer, bunter, feuriger Phönix von Papo. Cooles Teil. Dann habe ich hier als nächstes, Moment, hier habe ich, auch ein Chamäleon von Papo. Guckt euch das an, das Auge ist der absolute Hammer. Da war ich sehr, sehr gespannt. Hat mir jetzt auf der Abbildung im Prospekt nicht ganz so gut gefallen, aber ich sehe schon, live kommt es viel besser. Hat die Zunge hier ausgefahren und hat hier irgendwie einen Schmetterling oder eine Fliege gefangen. Hammer. Ich sehe schon, also die Bemalung ist der absolute Burner. So rum sieht man es besser. Schön, also Bulliland Chamäleon demnächst. So, dann habe ich hier, habe ich auch noch gleich mit rausgezogen, das müsste ein Schmuckhornfrosch sein. Hornfrosch, wie auch immer man den bei Papo bezeichnet hat. Schön bemalt sind sehr auffällig gemusterte Frösche, die sich bis zu den Augen normalerweise in der Erde oder im Sand einbuddeln und warten, bis irgendwas vorbeiläuft und dann schwupps kommt das ganze Viech hier hoch und weg ist die Beute. Ja, auch sehr schön bemalt, cool. Ich habe die ja schon mal von einem Asiaten ausgepackt und jetzt bin ich natürlich sehr auf das Gegenstück von Papo hier gespannt. Bauch wurde nicht bemalt, okay. Ja, Schmuckhornfrosch von Papo, spannende Geschichte. Dann habe ich hier, was ist das? Ach, wie geil. Ja, wie geil. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Hier, das ist der Acrocanthosaurus von Papo. Sehr cool. Also auf den bin ich mega mäßig gespannt. Schönes großes Teil. Oh, hier guckt der Kopf sogar durch. Ah, sehr schön. Ja, da Papo dieses Jahr zwei rausgebracht haben, die mich sehr, sehr interessieren. Und zwar einmal hier dieser Acrocanthosaurus und dann auch noch der Ceratosaurus. Und die gibt es auch von Rebore. Kann man eigentlich, ja, das Maul kann man öffnen. Cool. Ich werde die tatsächlich mal mit den Modellen von Rebore vergleichen. Nicht jetzt, was die Bemalung anbetrifft, sondern eher das Modell an und für sich. Ne, die Feinheiten, die Schuppen und so weiter und so fort. Wow, das sieht ja schon klasse aus. Denn Papo war eigentlich, bis Rebore auf den Markt kam, für mich das absolute Nonplusultra, was geniale Dinosaurierfiguren anbetraf in dieser Preisklasse und Machart, ne? Also sprich Kunststoff.
Plastik, wie auch immer. Und darum bin ich sehr, sehr gespannt, wie jetzt dieses Modell hier mit Rebore abschneidet. Also da freue ich mich sehr drauf. Das werde ich natürlich zeitnah auspacken. Was ein Brocken, Bohr, was für ein Brocken. Hammer. Habe ich den anderen eigentlich auch bestellt? Sehe ich jetzt hier gar nicht. Auf jeden Fall habe ich als nächstes hier, ja, ein Dreifinger-Faultier. Ich liebe Dreifinger-Faultiere. Habe ich das schon mal irgendwo erwähnt? Ich liebe diese Tiere, denn es gibt nichts Friedlicheres auf dieser Welt als Faultiere, mal ganz ehrlich. Und ich liebe vor allem halt auch diesen Blick, ne? Ich sehe schon hier an dem Modell, wurde jetzt nicht ganz so perfekt getroffen, aber Weltklasse. Also dieses Mal hier von Papo bin ich auch sehr gespannt, freue ich mich sehr drauf. Hat es ein Junges im Arm? Ja, da guckt auch noch ein Junges. Guckt euch das an, ist das nicht knuffig? Gott, ist das goldig. Also auf dieses Review freue ich mich auch sehr. Also ich liebe Dreifinger-Faultiere über alles. Ganz großartige Tiere. Lieb ich, seit ich denken kann. Komm gleich nach Feuersalamander. Ja. Sehr, sehr drauf gespannt. So, was haben wir als nächstes? Ah, sehr schön, sehr schön. Das hier ist ein Drache von Safari. Und zwar ist das der Dschungeldrache. Ich meine, das wäre der Dschungeldrache, aber nagelt mich nicht fest. Ich kann mich täuschen. Sehr schöner Brocken. Wundere mich trotzdem, warum der hier so teuer verkauft wird. Nicht ganz günstig. Er hat ganz viele Blätter hier an seinem Körper, die allerdings die Schuppen darstellen sollen. Also sehr außergewöhnlicher Drache. Hat einen sehr, sehr interessanten Kopf. Schöne Details hier. Safari hat eh wahnsinnig viele Drachen dieses Jahr veröffentlicht wieder. Vor allem mega unterschiedlich. Das Grün ist hier wirklich sehr, sehr schön. Also massives Kerlchen, aber 18 Euro, das finde ich schon heftig. Muss ich sagen. Aber Review kommt. Sehr gespannt auf die ganzen Details hier. Also Dschungeldrache von Safari Limited. Dann habe ich, ach ja, wunderbar, das mir noch fehlende Pummel-Einhorn von Bulliland. Dieses Mal nicht in der teuren Blister-Verpackung, sondern als Einzelfigur. Ist das nicht absolut mega Hammer-Burner-mäßig klasse mit dem Keks hier in der Hand? Genau dieses Teil hier gibt es auch als Puppe, als Plüschtier. Das ist ja der Hammer. Also das werde ich auch hier relativ schnell reviewen. Dann habe ich die ersten drei hier komplett. Und der nächste Dreiersatz kommt, glaube ich, schon Ende des Jahres im Herbst. Also da kann man sich megamäßig drauf freuen. Pummel-Einhörner, der absolute Knaller. Wirklich. Cool. So, dann was habe ich hier? Noch ein Drache von Safari Limited. Zeigt euch dieses Kerlchen mal rein. Klasse mit dem Riesenhorn hier. Das ist ein zweiköpfiger Drache, kann man das ein bisschen erkennen. Das Interessante ist, der hier, dieser Kopf hat zwei Augen und der hier hat nur eines. Wie so ein spaciges Teil, erinnert mich an irgendeinen Science-Fiction-Film aus meiner Jugend. Erinnert überhaupt sehr an Ray Harryhausen, diese Figur hier, diese Skulptur. Ich glaube, die heißt auch einfach nur zweiköpfiger Drache. Schön gemacht hier, also wieder tolle Farben. Wow, Hermann Rot. Grüner Streifen am Hals, ansonsten die Unterseite gelb bemalt. Das ist schon echt cool. Sehr schön. Also bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich muss auch noch die letzten Drachen von Safari Limited hier noch auspacken. Klasse. Sehr, sehr schön. Der war übrigens günstiger als der Dschungeldrache. Ich glaube mindestens 3 Euro günstiger. Dafür ist er auch nicht so massig. So, dann habe ich, ja, hier habe ich ihn doch, hier habe ich ihn doch. Genau, das ist der weiße Phönix von Papo. Und der ist nicht einfach nur weiß, der ist einfach nur toll bemalt. Hier weiß und Eierschalenfarben, beziehungsweise so Cremefarben. Boah, der wirkt ja echt klasse. Also auch auf den bin ich echt mal gespannt. Vor allem, wie die beiden Farbversionen dann nebeneinander wirken, ne? Also sehr, sehr schönes Teil. Wer Phönixe mag, überhaupt die Fantasy-Tiere oder Fantasy-Geschöpfe von Papo, der kann hier eigentlich gar nichts falsch machen. Guckt euch nur die Details am Schweif an. Die schönen, ja, Federn hier. Und diese Cremetöne sind ja wirklich mega. Wow, super cool. Also schauen wir uns natürlich auch noch an.
Sehr schön. Und dann, ja, wunderbar. Jubel, jubel, freu, freu. Ich habe ihn. Den Ceratosaurus. Ja, wie cool ist das denn? Ja, auch da gibt es natürlich ein Modell von Rebore. Boah, guckt euch den Kopf hier an. Der ist ja mal geil. Ja, auch die werde ich natürlich vergleichen. Ist ja klar. Kann der auch hier schon mal rausgucken? Wartet mal. Bevor, ja. Geht wunderbar. Hier, guckt euch das Köpfchen an. Das ist ja schon mal hammermäßig, boah, gearbeitet hier mit diesen ganzen Hornplatten hier. Ne, hier oben, vor allem am Kopf, das Charakteristische für den Ceratosaurus. Das ist ja nur Hammer. Auch hier kann man das Maul öffnen. Gott, wie geil ist das denn? Ganz schmaler Kopf. Hammer. Hammer. Auch die Augen wieder schön vertieft drin. Die Schuppen. Wow, die sind ja Burner. Boah, auch die Anordnung der Zähne. Die sind diesmal nicht irgendwie bolzgerade, sondern ein bisschen schräg. Sehr reizvoll bemalt, gerade hier mit diesen schwarzen Flecken hier um das Maul hier herum. Auch wieder die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer. Boah, klasse. Klasse. Also da bin ich ja mal echt gespannt, wie die hier neben den Rebore-Figuren abschneiden. Wow. Ach, Papo. Papo ist so geil, oder? Hammer. Cool, also, dann sind wir jetzt, glaube ich, auch mit den Figuren hier durch. Und dann habe ich noch, Achtung, einen ganzen Karton im Karton. Und den kriege ich hier gar nicht ganz aufs Bild. Moment. Ah. So, ich habe hier Freaky Frankie. Kann man es lesen? Freaky Frankie. Und dem klutscht hier gerade das Hirn aus dem Kopf. Arg. Und den kann man hier an den Armen ziehen und ich glaube, wenn man halt entsprechend zieht, knallt dann das Hirn aus dem Kopf so irgendwie. Das ist ja Hammer. Was steht hier? Eine monsterhafte Kraftprobe. Da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Also Freaky Frankie. So, Karton kriege ich gar nicht ganz drauf. Der ist echt groß. Hätte ich mir gar nicht so groß vorgestellt. Ist ja der Hammer. Also ihr seht ja schon, man kann den Kopf hier, die Decke abnehmen, kann das Hirn reinschmeißen. Und ich glaube, wenn man hier entsprechend draufhaut, dann knallen auch noch die Augen irgendwie raus. So irgendwas passiert da. Also ein ziemlich abgedrehtes Teil. Und wenn man hier an den Armen zieht, dann wie schon gesagt, ne, dann fliegt der ganze Schädel hier ab und das Hirn springt raus. Klasse. Und Geräusche macht er auch, ne? Hier, zieh an den Armen und hör ihn kreischen. Boah, der arme Freaky Frankie. Ist ja geil. Klasse gezeichnet. Ja, coole Figur. Ob die wirklich so cool ist, wie sie aussieht, das werden wir uns anschauen. So, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, hier wieder ein Riesenhaufen Neuheiten zum Auspacken. Wobei, Freaky Frankie ist jetzt nicht ganz so neu. Den gibt's schon ein Weilchen. Aber ich habe ihn jetzt eigentlich erst entdeckt, ne? Wieso so Hammer-Sachen mir teilweise komplett entgegen. Gehen, ist mir manchmal wirklich selber ein Rätsel. Aber alles Sachen, auf die ich mich hammermäßig freue, hier auszupacken. Ich glaube, ihr seht es jetzt gar nicht richtig, aber der Größenunterschied zwischen dem Acrocanthosaurus und dem Ceratosaurus, boah, der ist ja auch schon mal echt gewaltig. Also bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die ganzen Geschichten hier. Also Freaky Frankie, eine Frankenstein-Actionfigur, das Pummeleinhorn von Bulliland, der rote Phönix von Papo, der weiße Phönix von Papo, Chamäleon, Faultier, Hornfrosch, Ceratosaurus, Acrocanthosaurus, ebenfalls von Papo. Und dann haben wir noch den zweiköpfigen Drachen und den Dschungeldrache von Safari. Leute, ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns demnächst beim Unboxing dieser und vieler anderer Geschichten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sag ciao. Tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi.